Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem Beraterkanal zur Unternehmensbesteuerung. Mein Name ist Stefan Mücke. Eine Grundsatzempfehlung von mir ist: Vermeiden Sie Grundstücke im Betriebsvermögen. Bei einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit werden, anders als im Privatvermögen, Vermögenszuwächse immer besteuert. Gehört zum Betriebsvermögen ein PKW oder eine Maschine und die Gegenstände sind bereits abgeschrieben, so ist ein Verkaufserlös immer voll steuerpflichtig. Ob ein Gegenstand zum Betriebsvermögen gehört oder nicht, ist nicht abhängig von einer Willensentscheidung des Unternehmers, sondern die steuerliche Zuordnung zum Betriebsvermögen folgt der betrieblichen Nutzung. Heißt, wird ein Gegenstand betrieblich genutzt, dann gehört er auch zum Betriebsvermögen, wenn er im Eigentum des Unternehmers steht. Das Gesagte zu Maschinen oder PKWs gilt natürlich auch für Grundstücke. Bei Grundstücken im Betriebsvermögen müssen Vermögenszuwächse genauso besteuert werden. Und bei Grundstücken reden wir ja nicht von 10.000 oder 20.000 Euro. Bei Grundstücken werden derzeit Vermögenszuwächse im sechsstelligen Bereich erzielt, die dann eben besteuert werden müssen. Alleine die Inflationsgewinne aus Grundstücken können natürlich ganz erheblich sein und bergen ein großes steuerliches Risiko, wenn Sie daran denken, dass ein Grundstück beim Verkauf oder gar bei der Aufgabe eines Gewerbebetriebes schon 20, 30 Jahre zum Betriebsvermögen gehört. Dann bilden sich hier über die Lauf der Zeit ganz erhebliche stille Reserven. Ganz schlimm wird es, wenn die Besteuerung der stillen Reserven bei dem Grundstück eintritt, nicht weil Sie das Grundstück verkaufen, sondern nur weil Sie den Betrieb aufgeben. Bei der Betriebsaufgabe wandert das Grundstück aus dem steuerlichen Betriebsvermögen in das Privatvermögen und wird steuerlich so unterstellt, als ob es an einen fremden Dritten zum aktuellen Verkehrswert verkauft wird. Wir haben also keine Mittelzuflüsse, also keinen Veräußerungsgewinn, den wir vereinnahmen, müssen aber den Gegenwert des Grundstücks vollständig versteuern. Vermeiden Sie daher unbedingt, Grundstücke in ein Betriebsvermögen zuzuordnen. Wie vermeiden wir nun, dass ein Grundstück dem steuerrechtlichen Betriebsvermögen zuzuordnen ist? Eine einfache Möglichkeit ist es, dass nicht der Unternehmer Eigentümer dieses Grundstücks wird, sondern einfach sein Ehegatte. Der Ehegatte vermietet anschließend das Grundstück an den Unternehmer, erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und hat den großen Vorteil, dass dieses Grundstück nach x Jahren steuerfrei verkauft werden kann. Eine andere Möglichkeit bieten Nießbrauchsrechtsgestaltungen an. Hier haben wir zusätzlich die Möglichkeit, Einkommen auf Kinder zu übertragen und dadurch Progressionseffekte zu nutzen. Ganz zu schweigen von den Vorteilen, die sich aus dem erbschaftssteuerrechtlichen oder schenkungssteuerrechtlichen Konstellationen ergeben können. In diesem Kontext habe ich Hinweise und Empfehlungen für Sie, 4 Stück. Auch ein Arbeitszimmer eines Einzelunternehmers oder eines Gesellschafters einer Personengesellschaft wird steuerlich verstrickt, wird steuerlich gefangen, wenn dieses Arbeitszimmer im Eigentum des Unternehmers steht und entsprechend betrieblich genutzt wird. Das gilt selbst dann, wenn die Aufwendungen für das Arbeitszimmer gar nicht steuerlich verwertet werden können, weil im Gesetz entsprechende Abzugsbeschränkungen vorgesehen sind. Der BFH hat im Juni diesen Jahres entschieden und unsere Auffassung bestätigt, dass diese Abzugsbeschränkung eine spätere Veräußerung nicht verhindert oder einschränkt. Machen Sie also daher Ihr Arbeitszimmer steuerlich kaputt. Stichwort Gästecouch. Hinweis 2. Sind Sie Alleingesellschafter oder Mehrheitsgesellschafter einer GmbH und vermieten das Grundstück an Ihre eigene GmbH? Auch dann wird dieses Grundstück steuerliches Betriebsvermögen, wird steuerlich verstrickt und eine Wertsteigerung muss versteuert werden. Und nicht nur das Grundstück wird Betriebsvermögen, auch die GmbH-Anteile werden Betriebsvermögen. Wir sprechen hier von einer steuerlichen Betriebsausspaltung, die in den meisten Fällen immer vermieden werden muss.
Hinweis 3. Eine solche negative Betriebsaufspaltung entsteht auch bei einer kleinen GmbH, bei einer Ein-Mann-GmbH, wenn der Gesellschafter seinen Betriebssitz von zu Hause aus betreibt in einem Arbeitszimmer und dieses Arbeitszimmer seiner GmbH vermietet oder ihn auf andere Art und Weise überlässt. Es muss also nicht nur um ein ganzes Grundstück gehen, sondern es genügt auch, wenn nur ein Arbeitszimmer an die GmbH vermietet wird. Auch dann entsteht diese negative Betriebsausspaltung. Machen Sie also auch in diesem Fall die Betriebsausspaltung durch eine Privatnutzung kaputt, wie der Gästecouch oder alternativ auch einen Schrank, in dem private Gegenstände gelagert werden oder das Arbeitszimmer ab und zu als Bügelzimmer verwenden, dann liegt keine ausschließliche betriebliche Nutzung vor und das Arbeitszimmer kann kein Betriebsvermögen werden. Hinweis 4. Keine Regel ohne Ausnahme. Auch hier gibt es Fälle, in denen wir bewusst Grundstücke dem steuerlichen Betriebsvermögen zuführen wollen. Das kann beispielsweise sein, um öffentliche Fördervoraussetzungen zu erfüllen oder wenn wir Abschreibungspotenzial bereits abgeschriebener Gebäude wieder reaktivieren wollen. Grundstücke einem steuerlichen Betriebsvermögen zuzuführen, muss immer sorgsam und genau überlegt erfolgen. Keinesfalls darf es sein, dass es im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung überhaupt erst festgestellt wird, dass ein Grundstück Betriebsvermögen ist oder im schlimmsten Fall sogar Betriebsvermögen war. In dem Fall wird man nämlich überrascht davon, dass plötzlich Veräußerungs- oder Aufgabegewinne zu versteuern sind. Sie sehen also, Grundstücke bergen ein großes steuerliches Risiko. Haben Sie Fragen zu Grundstückszuordnung, zu Grundstücksgestaltungen oder geht es um die Übertragung von Grundstücken im Rahmen vorweggenommener Erbfolgeregelung, dann rufen Sie uns an. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Besprechungstermin. Für heute bedanke ich mich wieder für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.